Nyepa gunle namdule shing yenden gunge genpa bo semchen gunge nyen chikpun tamche kenla gun chan tse. Omen cheki yenge podan nyen dusum sanke gunge ngawo rasem choko ngasuman ten tse be. Tsewe lame shabla so wane. Tambi chu nyam su lembi kulung sangbo ngi chung dang jang chup ki sim dang tembe koni tambi chu sembar shu. Bitte erweckt die reine und unübertroffene Geisteshaltung des Bodhicitta in eurem Geist. Ihr werdet, euer Geist wird durchdrungen sein von dieser Geisteshaltung, während ihr euch jetzt mit den Dharma-Unterweisungen befasst. Tini, ta, anzu, tenjue deki tsen, tenjue se gen te la tini, drewe koni, kasa tenjue deki, kueba tenzu, shubare, ta drin, tini, Gweba di, ta ngaran tsu, Gweba am, dribu di, rangyu la top gogudu na, top ar cheba la, dini, lam ki rimba chi la teni, top gogudu re, dindu dini, Tedang dilwe koni, ni chidang lam gi rimba dusu ki kola, chima dodi shweins. In den letzten Sitzungen haben wir uns den Titel der Abhandlung angesehen. Der Titel ist in verschiedene Teile unterteilt. Drei Teile. In Bezug darauf haben wir zuerst den historischen Hintergrund der Abhandlung besprochen, dann haben wir uns zweitens den Grund angesehen, welchen Sinn es macht, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Und jetzt werden wir fortsetzen mit dem dritten Teil. Der dritte Teil bezieht sich auf die Ebenen des Pfades. Die Ebene des Pfades, den wir folgen werden, wenn wir das Resultat erlangen möchten. Das Resultat haben wir schon im Zusammenhang mit dem Grund der Praxis besprochen. Welchen Sinn macht es, wenn ich mich mit diesem Text auseinandersetze? Und jetzt werde ich kurz erklären, was die Ebenen sind und was wir tun müssen, um diese Ebenen erlangen zu können. Tadi kumsen kare insena chik di ta kazang anzu tenju sewe kapsu la chu su di kari chi la koku gres na su su ki semba di chu ku gres semba di gyuju tangu gres tenji sungba re semba gyuju teba ina tenju di ngoba di rang la rakwa res ta semba di gyuju tang se di ko Kurim yakwo chik dwaya di neka chumbo chik chaate gyore. Kanchung manchung che shabwaye na. Pena ngaran su subu nagiyo na yang. Subu nesa di chwe dang swe la mengi kurang ki kurim chik yungudwa. Di inji minji chokudwa. Ta dinde ki dwaya ki rimba di la. Namgyo ngaran su namba sanji peke di ni. Lam ki rimba asini sikyo re.
Gyumsen nipa di danda kapsu baba di gyu lama di jidang sheba ina tawa tenla pabi shumruwa. Dende yindu dinang la gom nyamlingi lamgi rimba di shuksu mato ngasu sungyo mare. Yang di medu ani ngasu lopchon changin di suyta gyu lama di lopchon da changin nyamlin la chana kandis chaku gure seki hama koni dide kanga yong se pare. Dende yindu dini thongmar rop chamji shuishana ani shum khurani sungsha peki tawa di nisusu gomba la chani chana dende stoku gudu suni nisusu chani doshana tata tawa tang gomba nika chayun gurba deje ni. Es gibt viele Gründe, aus denen oder warum wir diese Ebene des Pfades besprechen sollten. Einer dieser Gründe ist, dass wir schon gesehen haben, dass der Grund, warum wir uns mit dem Text befassen, überhaupt die Transformation unseres Geistes ist. Das heißt, wir sollten unsere Sichtweise verändern. Das ist der eigentliche Grund, warum wir studieren, warum wir praktizieren, warum wir diese Unterweisungen des Kyi Lama studieren. Wenn es jetzt darum diesen Prozess der Transformation geht, dann können wir sagen, dass das nicht zufällig passiert. Es gibt eine gewisse Ordnung, eine gewisse Sequenz, eine Abfolge in der Veränderung unseres Geistes. Wenn unser Körper krank wird und wir zu einem Arzt gehen, dann verschreibt uns der Arzt Medizin, die wir in einer gewissen Reihenfolge nehmen müssen. Wir nehmen sie nicht einfach irgendwie, sondern wir müssen der Verschreibung des Arztes wirklich ganz genau in einer gewissen Ordnung und Reihenfolge folgen. Und auch hier geht es um Heilung in Bezug auf unseren Geist. Wir müssen also auch hier einer gewissen Abfolge, eine Abfolge einhalten und das nennen wir die Ebene des Pfades. Dieser Ausdruck Ebene des Pfades. Und es gibt einen gewissen Grund, warum wir hier gut aufpassen müssen, warum wir uns mit diesem Thema befassen überhaupt. Wenn es um das Studium des Kyi Lama geht, dann ist es wirklich ganz klar dargelegt, wie die Sichtweise ist. Wie wir uns selbst und die Dinge als Buddha-Natur sehen sollten. Das ist die buddhistische Sichtweise. Es wird in dieser Abhandlung aber nicht explizit erklärt, wie wir diese Sicht in die Praxis umsetzen. Die Meditation wird nicht ganz explizit dargelegt. Wenn Schüler Abhandlungen wie Kyi Lama Uttara Tantra Shastra studieren, dann haben sie eine gewisse Vorstellung, sagen, ich habe jetzt diese gewisse Sichtweise, aber wie kann ich das jetzt mit meiner persönlichen Praxis und meiner Erfahrung verbinden? Viele Menschen hinterfragen das also. Und aus diesem Grund müssen wir auch die Ebenen des Pfades diskutieren und vor allem müssen wir sehen, wie wir diese Sichtweise in unserer eigenen Praxis umsetzen. Tini Kyi Lama Khurang ki nang la yang sung yore Shwe nyam su len se di pen na Tini Rang su Subu la nasa chi na bayi na Nasa di dabi che do la Rang su tabshe mangpo chi che ni Men tingi yore, tutin jigi yore. Di nangshin jire esini, shu nyamsu lindang di, maransu men tindang la peshani sungpa re. Da men tindang di, ani, rinpa yakuchi tingu kudwa. Chidang men shuk chishung mangbu yore. Diga nangshin ki men tini, shobe sakwaya di shobe sakukure, nyingung sakwaya di nyingung sakukure. Dini korangi dosji, MG 가주 사회라는 게 따다 사바이나 되니 원에 가라서 네달을 핑들어 와. 따디마도 니가 차오지 가래 열에서나 민레스 라면 되니 배 통만네 엑사이티드 다고 차니 아니 가주 만주 사샤바이나 대양 수불라 마펜바 마스 뉴스 그래라 최근 안에 손샤바나 신기 대부
마토바 용서이래. 띠인디 람기 림바스이로와. 다 내가 나신게 간수 맨디 다 맨레스니 다와지기 사이 맨디 아니 니마지랑 사샤과이나 맨드 맨레디네 오버도스 차는 미시로와. 띠인가 지겨래. 간수다 다르마 오버도스 차이 니가 지겨래. 림바신도 따다 마지바이나. 대야 맨디 니마지라 테마 숨살라도 테마 찍마도 마사나 아니 양 도스디 슈마다니 야기 두고마르와 내사데 따두고마르와 디나신 지디 나라즈 냠랭게 림바 숨샤교 나신 마제나 네바디 마다니 아니 니마 찍니스 야고다오 야한디니 두르도 디니치니 야기 야기 슈슈모 마르베 강아지 용그레 안더 도스 라고메도 디인디 맨라 오버도스 당 안더 도스 따다지 말레나 여바 나신치니 아니 냠치 냠슬렘베 캅슐라야 데나신치요디 람기림바 세야들 테니 도구그레 세야디 데니스송요레 Die Abhandlung erklärt, dass die Dharma-Praxis so ist, als ob wir Medizin nehmen würden. Das heißt, die Dharma-Praxis wird mit dieser medizinischen Behandlung verglichen. Es ist also wichtig zu verstehen, wie dieses Beispiel genau ist. Das ist kein zufälliges Beispiel. Wenn wir über diese Analogie nachdenken, dann sehen wir das, wenn wir krank werden, gehen wir zum Arzt, wir erhalten eine Verschreibung vom Arzt. Der Arzt verschreibt uns Medizin und es gibt gewisse Details hier, die wir beachten müssen, wenn wir gesund werden möchten. Ein wichtiger Punkt ist die Dosierung unserer Medizin oder der Zeitpunkt. Das ist nicht so zufällig, nicht zufällig. Na, jetzt haben wir Medizin und die nehmen wir einfach irgendwie. Es gibt wirklich ganz genaue Anleitungen dazu, wie wir diese Medizin nehmen müssen. Sonst sind wir manchmal überwältigt oder ganz aufgeregt. Ah, super, so tolle Medizin, die wird mir jetzt helfen und ich nehme sie alle gleichzeitig, alle meine Tabletten, kümmere mich nicht um die Dosierung und um den richtigen Zeitpunkt, dann wird mir die Medizin überhaupt nicht helfen. Und das Gleiche passiert auch auf unserem Dharma-Pfad. Und aus diesem Grund sind diese präzisen Unterweisungen so wichtig und sind die Ebenen des Pfades. Wenn wir diesen Unterweisungen nicht folgen, dann wird uns das nicht helfen. Stellt euch vor, ihr nehmt all diese Medizin einen Monat lang und statt dass ihr die Medizin für einen Monat an einem Tag nehmt, was passiert dann? Ihr bekommt eine Überdosis. Das ist sehr, sehr gefährlich, bringt uns in Lebensgefahr, wenn wir diese ganze Medizin für einen Monat an einem Tag einnehmen. Und gleichermaßen könnten wir auch über eine Überdosis in Bezug auf den Dharma denken. Wir nehmen alles plötzlich auf einmal. Die Unterweisungen oder die Anweisung zum Beispiel für das Einnehmen der Medizin ist, nimm sie einmal am Tag. Ah, nein, wir sollten sie dreimal am Tag nehmen und nehmen sie aber nur einmal am Tag. Und wir hoffen, dass wir trotzdem ein Resultat erzielen. Das wird aber nicht passieren. Die Medizin ist so geschaffen oder ist dazu gut, dass man sie dreimal am Tag nimmt. Es wird also nicht reichen, wenn wir Heilung möchten, wird es nicht reichen, sie nur einmal am Tag zu nehmen. Und das Gleiche ist mit unserer Dharma-Praxis. Wenn wir sie unterdosieren, die Dharma-Praxis, dann sehen wir, dass wir nicht wirklich vorankommen am Pfad. Wir machen keinen Fortschritt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Dharma-Praxis sich verbessert, aber dann erkenne ich wieder, dass ich nicht weiterkomme. Warum ist das? Weil wir vielleicht keinen großen Aufwand betreiben. Das ist dann eine Unterdosierung, Unterdosis, wenn ich die Medizin einmal am Tag nehme statt dreimal. Anhand dieses Beispiels können wir sehen, wie wichtig es ist, die Schritte des Pfades wirklich einzuhalten. Es ist wichtig, welche Abfolge wir brauchen, und darüber sprechen wir hier. Da,
dordina kasanganzu tenche tenche cheslapti a sosola lunga isumla gyurwa ji thep gure sne lapati ta gyurwa khandis tang gure sena ani lamgi rimba tindi tindi chila tembe thone gyurwa tang gure se din ta deshugin sebekeja tindi dinyi dewa de tindi shu. Kurz gefasst kann man Folgendes sagen. Wir haben uns in den letzten Dharma-Sitzungen schon das Wort Abhandlung genauer angesehen. Auf Tibetisch besteht es aus zwei Teilen und einer dieser Teile ist Chö. Und Chö bedeutet transformieren, unsere physischen Handlungen verändern, unsere Gedanken transformieren, unsere Worte transformieren. Welche Frage bleibt jetzt noch? Wie transformieren und wir unseren Körper, unsere Rede, unseren Geist? Und dazu brauchen oder müssen wir die Ebene des Pfades kennen. Wir sehen, wie diese Erklärungen zum Thema passen, das wir in den letzten Sitzungen bereits besprochen haben. Das werde ich jetzt erklären, wie das zusammenpasst oder welch wie der Zusammenhang hier ist. Tatini ni lamgi rimpati kasu babati manzu chachin malamgi nangla sung yore sewo chini ni ter nangshin chini ma shugi yin karare sananta manzu nyamlin sedu sabore tini kung tuksa Katan tinje nala sung xiao ba. Kong nambai ki ta rangyi ki lam tinje chi tok wa ma se nyamsu lang wa ma se dribu top chani ngaranzu la sung xiao kyo chi yinba yindi. Tinzu ki lam la chukba yina notul me ba ta. Chukba nanshin ki dribu tabe la gopa gimse mango yore. Tin ngaranzu ta jinla ba yinse girwa. Tende ki ngopa kimse mangbo chi yopa yin tui tini nye tini da chachi molam ki nangla sungba shisha chini ma shugi yins. Ich werde die Ebenen des Pfades beschreiben, indem ich dem Mahamudra-Wunschgebet folge. Den tiefgründigen Aussagen hier. Es ist wirklich, sind unendlich tiefgründige Worte, die auf den direkten Worten des Buddha basieren und auch auf den Kommentaren, die von den Anhängern des Buddha gegeben wurden. Wenn wir diese Worte studieren, wenn wir sie in die Praxis umsetzen, was kann dann ein mögliches Resultat sein? Und die Erlangung dieses Resultats ist möglich, wenn wir dem Pfad wirklich genau so folgen, wie er beschritten werden soll. Dann werden wir nicht so vielen Hindernissen begegnen. Wir werden nicht so viele Fehler machen am Dharma-Pfad. Und wir werden auch das Resultat genau so erlangen, wie es erlangt werden sollte. Das Resultat, das wir uns wünschen, wird erlangt werden. Es ist also sehr wichtig, diese Ebenen zu kennen. Und es steckt auch sehr viel Segen in diesen Worten im Mahamudra-Wunschgebet. Und aus diesem Grund werde ich es in Bezug darauf erklären. Hinsenanda, Susuegi, Kantinden, Labshawale, Ani, Kibu Dambaki, Sungchingla, Kung Tupaina. Ich werde die Ebenen des Pfades erklären und meine Erklärung auf das Mahamudra-Wunschgebet begründen. Es ist immer besser, sich auf Worte zu verlassen, auf Worte, die von großartigen erleuchteten Wesen beschrieben wurden, statt einfach nur zu erklären, was mir einfällt.
Da chida nganzu gyu lama di lobjong jangdu tini chachin dang del ni nyamlin dang gu gore chage chimbo ki lam nang tini enda zokchin dang tini nyamsla nang digi gore da tini chachin gi da ti gya chimbo mongbo yore ino ya chachin molam di da chida mingla molam da gora ini ya tunda ngoma di chachin malam di pe chagya chimbo ki lam gi rimba sik nyung nyung go debo tunda chan de yo ba ani gorim tikbu tende chini torti na chagya chimbo ki lam gi rimba sebo tensha be ki tini lam rim chi cha de yo re damnga da bo chi tien di da gyo lama de lo chong chang tini chaje malam da delu koni nyamlin nang tu bai na pe ya Wenn wir die Abhandlung des Uttaratantra Shastra Gyulama studieren und wenn es jetzt darum geht, diese Unterweisungen zu praktizieren, sie in unserem Leben anzuwenden, dann bedeutet die Praxis des Gyulama eigentlich Mahamudra-Praxis. Oder wir können auch sagen, oder es ist in Ordnung zu sagen, dass wir die große Vollendung oder Dzogchen praktizieren, wenn wir diesen Text praktizieren. Sehen wir uns Mahamudra an. Es gibt viele Handbücher zu diesem Thema, zu diesen oder viele Unterweisungen zur Sicht des Mahamudra, zur Praxis des Mahamudra. Aber wenn es um das Mahamudra-Wunschgebet geht, dann heißt es zwar Wunschgebet, dann es ist uns aber wichtig, dass uns bewusst ist, dass es nicht nur ein Wunschgebet ist, sondern dass alle Ebenen des Pfades des Mahamudra hier ganz genau dargelegt werden in diesem kurzen Text. Es werden nur wenige Worte verwendet, aber indem er das getan hat, hat der dritte Karmapa die Bedeutung des Mahamudra ganz einfach erklärt und er hat auch ganz klar alle Ebenen des Pfades, die richtige Abfolge der Praxis beschrieben. Wir können es einfach verstehen, uns darauf verlassen und es in die Praxis umsetzen. Es ist also ein so wertvoller Text. Warum sehen wir also diesen Text an? Wann immer wir Uttaratantra Shastra studieren und es auch in die Praxis umsetzen möchten, dann brauchen wir die Mahamudra-Ebenen des Pfades. Die müssen wir uns ansehen, wenn wir auf diese Art und Weise praktizieren möchten. Da yang aju chaje molam chasang dini nge dogi indri shugu ya marda yang ro chaje molam ki thoma de la ani lam gi rimba ten sha be ki chije khashe shur ne ka khashe shur da din ani ne ka ne ka da to do nga du shugi ro lam gi rimba ti Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich das gesamte Mahamudra-Wunschgebot erklären werde. Ich möchte mich auf ein paar Kernpunkte beziehen und vor allem auf Verse am Anfang, die wirklich jetzt die Ebene des Pfades ganz klar hervorheben. Dann Dangbo, Garisun Yoresenam, Lamgi Rinpati, chidang dhava chi ki thoni shepayi na tin tundak namba nga dhava chi yore, sudhi sung yore tangan chiri karla wale general synopsis dhava wala tini dangpo di lam ki tin tin se ta lam ki tin pusum sopa se chikre lam ki tin di kare res chakin di zu kare kare res nipa di la tini Tendei ki lam tokchi ki shirab yorwa. Shirab di kari ki toko kore suni, ta di nipa re. Sumba di la di ni lam khurang ki ngobo di. Tulme ki lam ngobo khurang di kanda chik segi yore. Di ni shiba di lam di nyamsu lensul, matulwa di kanda su nyamsu lengu kore. Di ni ngaba di la, tendei ki lam di nyamsu lemba ina,
아니 대부 가르 가르친 온도 지 스토크래 있습니다. 된다 도도 넘버가 라고 사지스는 민도 된대지 숨어요래 직제래래 그 통해. Wir werden uns den generellen Aufbau ansehen. Es gibt 5 Punkte. Eine Zusammenfassung der Ebenen des Pfades, der aus 5 Punkten besteht. Der erste Punkt ist die perfekte Unterstützung, die wir brauchen am Pfad. Was sind die Voraussetzungen, die wir besitzen müssen, um dem Pfad korrekt folgen zu können? Der zweite Punkt wird sein, dass wir uns die Weisheit ansehen. Weisheit ist das, was wir verwenden, um die Bedeutung des Pfades zu realisieren. Was wird realisiert? Was ist die Weisheit dieser Einsicht? Der dritte Punkt wird sein, dass wir uns beziehen auf die Essenz des Pfades. Was ist die Essenz dieses reinen Pfades, der frei von Verwirrung ist? Der vierte Punkt ist, dass wir die Art der Praxis am Pfad beschreiben. Und zuletzt, der fünfte Punkt wird sein, dass das Resultat erklärt wird, das Resultat, das erlangt wird, das Resultat, das sich manifestieren wird, indem wir dem Pfad folgen. Jeder dieser Punkte besteht aus einzelnen Zeilen und diesen Text finden wir im, oder all das finden wir im Mahamudra-Wunschgebet. Lamgi namsha di jie yong du, dodang dinju dinju nang la, shiza dabu re, yin yang da, namrang shakdang dabu dang, yang si tanyin beche dang dang dabu dang, dinju dini, minda minda ba yong re. Ako kapto kapto ki, zal dun je dang di, minda minda ba song za. Pena, 지준이 잠바 공부 랑기 슝라 떼바이네 잠주 땡아 딘주 나라다 기뒤당 자둥기 개발라 떼니 떼니 뺀나 셰칭 온도 이게 딘주 나라 수용도 람디 대시 개용도 떼니 아 캠바숨 저와시 대구 쪽이고세 떼니 남아 계기 거니 숨샤고다 딱 간다 실람디 숨디 떼니 단다 귤라마 대주나라 원이더니 다 저거디 메바당 즉 라 태과치 무출라 메바당 시랍당 인제당 와 어떤 데니 주 데니 주 숨여래 데니 아주 아 차견다고 차샤고 하는 배는 다고 타견다고 이나 gyu deshek nyingbu, ten milu rinshin, ken gewe shenyin, tap dam nga debu, ane zobe sangye sini, dende yungu dwa. Da dende gichi, namsha chitang dawdi, minna yungu yore. Es gibt unterschiedliche Darlegungen des Pfades im Buddha Dhamma. Verschiedene Weisen, Arten, wie wir den Pfad bezeichnen können, wie die Punkte am Pfad erklärt werden. Das fundamentale Verständnis des Pfades ist aber in den Sutren und Tantren das gleiche. Wenn wir aber verschiedene Terminologien uns ansehen oder Dinge, die hervorgehoben werden, dann gibt es in Bezug auf den Kontext Unterschiede. Wenn wir uns diese 5 Abhandlungen des Maitreya ansehen, dann sehen wir in seiner Abhandlung zum Ornament der Befreiung, dieser Abhandlung zum Prajnaparamita, dann sehen wir hier, dass der Pfad folgendermaßen erklärt wird. Maitreya
Er klärt den Pfad in 8 Punkten, 3 Weisheiten, 4 Anwendungen und ein Resultat des Dhammakaya, also zusammen 8. Auf diese Art und Weise legt er diesen Pfad da bis zur Frucht. Andere Abhandlungen wie der Gülama, den wir hier besprechen, hier haben wir andere Kernpunkte, die hervorgehoben werden. Wunsch, Gebet, Hingabe zum Beispiel am Pfad, Weisheit, Mitgefühl. Es ist also eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive, eine andere Darlegung zum Pfad. Tanyi bejo tang tang tang, tsadun che tang tang, gurim kaga kaga yore. Ine da, duandak la samdo tang bayi na, da gandar chasangi tuksa di, tsaba dabo di, dini, nyingje tang, sherab tang, zangju sem dunzu la tu dhugu yoba di, chikpa re, di kengu gara nyi shuye di zogro. Da duandak la keba mene yanko, namdang dabo tang, tanyi la kaga kaga yungu do ba. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Obwohl es unterschiedliche Ausdrücke gibt, die in verschiedenen Abhandlungen verwendet werden, verschiedene Schwerpunkte oder verschiedene Sequenzen, eine verschiedene unterschiedliche Abfolge, wenn es um die Bedeutung am Pfad des Pfades geht, dann kommen wir immer auf die gleichen Kernpunkte. Weisheit, Mitgefühl, Geist des Erwachens und so weiter. Das heißt, es gibt verschiedene Quellen, die es aus verschiedenen Sichtpunkten darlegen. Aber in der Essenz kommt es immer aufs Gleiche heraus, auf die gleichen essentiellen Punkte. Dor duisha na, zobo zobo dago di, dini ngijung gi semdaan chik, janju gi semdaan ni, dami tobi sherab senda, lam chasang di gi cawa dago, shiza dago, di ta, dinzu sumna la, duigi yoba taan, de sumna ni ganung ji mena, ane lam yongsu ma zobo dago ji, chadu gi yore sene, ningjebo jine sungsha dawa, lam zu nam sum sene. Wir sprechen über diese essentiellen Kernpunkte und Tsongkhapa hat es hier diese essentiellen Kernpunkte am Pfad wunderschön in seinem Kommentar zum mittleren Weg erklärt, Madhyamika Avatara. Hier beschreibt er drei Hauptinhalte des Pfades. Das erste ist Abscheu, Überdruss vor Samsara, diese Geisteshaltung. Das zweite ist der Geist des Erwachens, Bodhicitta, und zuletzt die Einsicht, die Weisheit, die Selbstlosigkeit erkennt. Diese drei Kernpunkte am Pfad sind wie die Basis. Wenn uns einer dieser Punkte fehlt, dann wird unser Pfad nicht vollständig sein, er wird nicht perfekt sein, er wird nicht der gesamte Pfad sein. Das können wir aus diesem Kommentar des Tsongkhapa sehen, diese drei Punkte, die Basis, das Fundament des Pfades. Lasso. Da, also, danke, den Sa, number, na, ihr benannt, dampo, lamki, tense, die, die Schuki, wa? Wir haben vorhin was vergessen. Als Kempola sagte, dass in verschiedenen Abhandlungen der Pfad unterschiedlich erklärt wird, dann hat er gesagt, dass es verschiedene Begriffe gibt, verschiedene Abfolgen, Sequenzen. Und er hat immer wieder das Beispiel des Textes von Gampopa, der Juwelenschmuck der Befreiung geben. Hier heißt es, im Juwelenschmuck der Befreiung heißt es, dass
Die Ursache des Pfades, die Buddha-Natur ist, die Unterstützung ist, dass der kostbare menschliche Körper die Bedingung für den Pfad ist, dass wir einen authentischen Meister treffen. Die Methode ist, dass wir die mündlichen Kernunterweisungen vom Lehrer erhalten und das Resultat ist klar. Dieser ganze Absatz hat von vorhin noch gefehlt. Jetzt werden wir wieder zu diesen fünf Punkten kommen im Bezug auf das Mahamudra-Wunschgebet und wir werden mit dem ersten beginnen, die perfekte Unterstützung des Pfades. Da die Tänze, die dort in Nanganzu, Chagin da wurde sie gehört. Lam Dubar Jebala, Dambu Susuungon in Zangueki, Chagin Kashishiore. Deni, Gansayang, Shimbangon in Zangueki, Chagin Kashishiore. Die Chasang die Zangbaina, Anni Kerangita, Lam Dubeki, Chagin Chasang die Zangde wurde abgeschrieben. Da die Jeder Mango Yoruba, da die Nani. 내가 최애 딘주 예발도 참고 그래서 대대인 거래. 아, 최근 가시 수수응원이 참고해 여러분. 가시의 양 강사 신발을 떼고 해 딘데인 거래. Wir sprechen hier von Unterstützung und was verstehen wir darunter? Das sind die Bedingungen, die dazu führen, dass wir den Dhamma praktizieren können. Das heißt, diese gewissen Dinge, die wir haben müssen. Und manche davon kommen von unserer eigenen Seite. Was müssen wir haben, um uns mit dem Dhamma befassen zu können? Andere Voraussetzungen beziehen sich oder hängen von anderen Umständen, äußeren Umständen ab. Was muss in anderen Wesen vorhanden sein, damit wir den Pfad praktizieren können? Es gibt viele dieser Voraussetzungen, die wir brauchen, um den Dharma-Pfad beschreiten zu können. Aber wir werden uns hier auf die essentiellen Punkte beschränken. Die Umstände, die wir brauchen, um den Pfad beschreiten zu können. 되니 라켄 넘바 차제 말람디 배자요나 냠도 샤니 떼바이나 빼야고요레 가장 공도의 쉬 만주 귤라마 럽존장디 냠도 차제 말람디 아니 냠도 냠도 럽존 장 돈나 빼야고요레 다 당고디 가르친 거에서는 직제들라 달주를 줘도 대전 시랍된 생인 상된 담비 주톱니 수신 둘라 바체 마체 바 서럽 군도 담주 저바르쇼 숭에디기 되니 람킹 땡땡 바레 Sehen wir uns das Mahamudra Wunschgebet genau an. Hier werden die Kernpunkte zur Unterstützung beschrieben. Und ich habe schon erwähnt in den vorhergehenden Dhamma-Sitzungen, dass wenn immer wir uns mit dem Uttara Tantra Shastra befassen, dass wir auch immer diesen Text ansehen sollten, das Mahamudra-Wunschgebet. Es ist also gut, diesen Text zur Verfügung zu haben, wenn wir den Uttara Tantra Shastra studieren. Ich selbst, sagt Anja, verwende die Übersetzung von der Nalanda-Übersetzergruppe und dieses Dokument könnt ihr ganz einfach googeln. Auf Deutsch weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, müsste ich nachschauen. Und der Vers 4 erklärt die Unterstützung. Es heißt, frei zu sein und voller Vertrauen zu sein und voller Weisheit, Prajna. Wir vertrauen auf einen ausgezeichneten spirituellen Freund und verlassen uns auf die Unterweisungen. Auf diese Weise werden wir keinen Hindernissen begegnen im Zuge der Dharma-Praxis und wir werden den Dharma in all unseren Leben praktizieren und das sind die Voraussetzungen, die wir brauchen, um den Dharma in diesem Leben praktizieren zu können oder um am Pfad voranschreiten zu können. Also, da die Chaje Malam die Zig Rere la Donda Rere Toto da was Samatan Rere und die Imbein die da Zig die die Donda Toto die Shugi. Jedes Wort hier hat eine Bedeutung.
Und ich werde hier einzelne Worte, einzelne Begriffe erklären, die in diesem Vers verwendet werden. Da dangbo sikang dangbo dige gare ten bare se na nganzu lam tub yong de kap su la lam gi ten se de la lü ten se dang sem ten se sha yo re lü dang sem wa de ni ten ge re. Der erste Begriff, der hier in diesem Vers verwendet wird, beschreibt die Unterstützung des Körpers und des Geistes, diese Punkte, die wir brauchen. Es heißt, es geht, wenn es um Unterstützung geht, dann haben wir diese beiden, die körperliche Unterstützung und die mentale, die geistige Unterstützung. First line. Die erste Zeile. Frei zu sein und die guten Umstände zu haben, alle Vorteile zu haben, Weisheit zu haben, Vertrauen zu haben. Diese Zeile bezieht sich auf diese beiden Arten der Unterstützung, körperlich und geistig. Diese ersten beiden Worte im Text, frei zu sein und gute Umstände zu besitzen, das bezieht sich darauf, was wir normalerweise auch als Freiheiten und Vorteile des Kospin menschlichen Körpers bezeichnen. Es gibt 18 davon, 18 Freiheiten und Vorteile, die wir besitzen müssen, um einen kostbaren menschlichen Körper erlangt zu haben. Was zeigt es wirklich auf? Wir brauchen die Gelegenheit, wir brauchen Zeit und Interesse an der Dharma-Praxis. Da dela daljur chok sulabdua, chok topa asaydi. Dile nyoba chimboji yoy sungbari. Gari resana, chidang anzu lüden mangbo yoroba. Simjingi lüden mangbo yoro. Yine yang tarba dang tamji kembar dubegi gogab rawege di da daljur chokyele mato yonsu zobati me yongdu chok sulabari. Gari resana, da susu tsechik lüjik la sanji gopan dub go samna yang dubegi Lüden chakende changde yoba songza, dele daljur chok sanda. Diese Freiheiten und Vorteile, die einen kostbaren menschlichen Körper bedingen, sind unübertroffen. Die unübertroffene Unterstützung des Körpers. Es gibt so viele verschiedene körperliche Formen, die wir in dieser Welt annehmen können, in dieser Existenz, in Samsara. Wenn es aber darum geht, dass wir die Befreiung erlangen möchten oder das Erwachen, dann brauchen wir eine spezielle körperliche Unterstützung, und zwar ein Körper, der 18 Freiheiten und Vorteile besitzt. Dieses menschliche Leben ist das Beste, das Einzige, der einzige Körper, der uns dazu bringt, die Erleuchtung, das Erwachen zu erlangen. Und aus diesem Grund wird er auch als unübertroffen bezeichnet, dieser Körper. Wenn wir diese 18 Freiheiten und Vorteile besitzen, wenn wir dann wirklich entschlossen sind, eine Entscheidung getroffen haben, ich möchte den Zustand der Befreiung erlangen, dann können wir das schaffen. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Da, Dini, Dejun Sherab Den Sehdigi, Deba Danchik, Zundri dan ni, Sherab dan sumbo di, ta lamla, medu mirun wegi chue sumbo di reis. Di garre, simdin. Die überbleibenden Worte der ersten Zeile sagen, Vertrauen, Ernsthaftigkeit und Weisheit. Diese drei Bedingungen, Vertrauen zu haben, Ernsthaftigkeit in der Praxis zu haben,
die sind wirklich unabdingbar. Ohne diesen Punkten kommen wir nicht aus, wenn wir den Pfad praktizieren möchten. Und das sind die Unterstützungen oder die Bedingungen des Geistes. Da, der Basis war Dangbodi. Zedang an zu den Sungdu, den zu den Nangla, an zu Lomaki, Zinni Sheyong, du. Kisi, Kerangi, Chödela, Chödela Jube Kapsula, dann an zu Lomale Niedau, Yoshudua. Intellectual point of view, ki, ta, Juge, ki, Lomachik, da, an zu inanda. Kariso kurewe, wangnun chugi chetanda, wangdul debe chetangsan shagrawa, lamla chukengi lomani. Wangnun ki chukdang rabu cheba ina dini, inji minjik da, chue sumdi tsangku kurewe sani. Lo suur nepa, dini, dunyersi na, shirap, dini, dunyersi, zunju di sumdi kurewe sani. Dini sungdu. Da, Wangdul debe jadang rawa jidang, tanganzu ina, from the experiential point of view, ra, intellectual point of view, mind, but from the experiential point of view. Dindi jugi ina, ta ke chisho di dini, deba dang inje nyibudi. Inji minji kogre, sini, dindi yang sungyu, jidang. Wenn die Qualitäten eines Schülers, so wie sie im Text beschrieben werden, vorhanden sind, dann erklären wir auch diese Qualitäten des Schülers in zwei Punkten. Das heißt, diese Schüler passen in zwei verschiedene Gruppen, die den Dharma-Pfad beschreiten, folgen dem Dharma-Pfad eher auf intellektuelle Art und Weise. Das heißt, es heißt hier traditionellerweise, dass diese Schüler einen scharfen Intellekt haben. Oder die zweite Gruppe wären die Schüler, die vielleicht nicht so intelligent sind, die aber eher sich auf die Erfahrung verlassen. Also diese beiden Gruppen. Wenn es jetzt um den Intellekt geht, um die Intelligenz geht, hier brauchen die Schüler einige Qualitäten. Auf der einen Seite brauchen sie einen offenen Geist. Sie brauchen eine weite Sichtweise. Sie brauchen scharfe Intelligenz. Und sie brauchen die Ernsthaftigkeit, um wirklich am Pfad voranschreiten zu können. Wenn es jetzt um die Schüler geht, die sich eher auf die Erfahrung stützen in Bezug auf den Dharma, dann brauchen diese Schüler hier zwei Qualitäten: Vertrauen und Mitgefühl. Tadini, tangpo di, semdin chik di deba kukre sungre. Tajidang, deba se chik di, nganzu, nangbe ki, peche tangtang di tozu chi, gyachungpo dawa chi, mendo tingi du. Di nganzu, da, ke di gyur yongdu yang chi, ko, ta namju nganzu yin na chi, believer da non-believer se dao da faith se di lamsang ko samla shida matang wa che ni kare la bai ne insha da wa che gindele faith se chik da tinde chik da wa che nga chuk shumbo peche tang duwa ina ya faith la wa tang lamsang chik shirap zani samla tang hai mebe so da wa chik rwa chik tokpa che mebe so da wa che tinde kanla lebu duwa tinde rang mare nga chuk nangbe ki deba se di nangbe deba se di la rimba mongo yore
Im Mahamudra-Wunschgebet haben wir dieses Wort verwenden oder wird dieses Wort Vertrauen verwendet. Unter diesen drei geistigen Unterstützungen, die wir brauchen, oder drei Geisteshaltungen, die wir brauchen. Dieses Wort Vertrauen ist im Englischen, auch im Deutschen, sehr belastet. Im Buddha-Dharma verwenden wir das Wort Depa. Und dieser Begriff wird weitergehen. Wenn wir dieses Wort in andere Sprachen übersetzen, zum Beispiel auf Englisch oder Deutsch, dann kommt das Wort Vertrauen mit einer gewissen Konnotation. Du glaubst etwas oder du glaubst etwas nicht. Menschen, die an etwas glauben, denken nicht viel drüber nach, die glauben einfach, was ihnen gesagt wird. Sie haben so ein blindes Vertrauen. So sehen wir das Wort Vertrauen oft oder damit bringen wir dieses Wort oft in Verbindung, sowas wie, die haben eigentlich überhaupt keine Klugheit, die sind nicht klug, die denken nicht selbst, sie laufen blind etwas nach. Diese Konnotation ist sicher vorhanden. Und es ist nicht nur im Englischen oder im Deutschen wahrscheinlich so. Im Tibetischen oder im Buddhismus hat dieser Begriff aber ganz viele verschiedene Ebenen oder verschiedene Konnotationen. Manche Arten des Vertrauens kommen aus Reflexion, aus Nachdenken, aus unterscheidender Weisheit. Ich denke, dass das Wort im Tibetischen, Depa, wahrscheinlich anders ist als das, was wir unter Vertrauen verstehen, wenn wir es oberflächlich betrachten. Das ist mein Gefühl, mein Eindruck. Tatunda dordina namju nganju depa dang sherap sidi beni kaga sudawji kawa sudawji lo chigdi pichu tangi urwa. Ini nambe ki tini depa dang sherap sidi nyibudi yangji ta nyibu yore ko chigla chig penjun Doksu do choba chiyore. Mato bet dingi lamga kaga sudawaji, kawa sudawaji mare. Was möchte ich sagen? Was möchte ich hier sagen? Vertrauen und Intelligenz sind eigentlich zwei verschiedene Konzepte. Entweder Vertrauen oder Intelligenz, so sehen wir das zumindest. Aber es muss nicht so sein. In der Realität ist es im Buddha-Dharma überhaupt nicht so. Diese beiden sind eng verbunden, sie unterstützen einander. Vertrauen und Intelligenz, diese Art der Weisheit, die stehen wirklich in enger Verbindung zueinander und unterstützen einander. Namju nganzu da samlo tawo tawo tangba ina namju nganzu sik du speche tangirwa believer da non believers ni labgirwa ta di nganzu kora tin tin tela samlo ta yare ina yang samlo yawo tawo tangba ina nganzu khorwa dila kewa leni sungde thamje believers ma do non believers shaya me episode ho chere ra kar resna ngarang chasang believer re ini khebar de gare yoresna kerang gi gare le believe je gi yes di kha garwa ma to believe making me the phese shagi me beso do shyer ta thawa thawa la sam tang ba nang be ngene sam tang ba na wenn wir tiefer gehen, wenn wir wirklich versuchen, das Konzept von Vertrauen zu verstehen, und zwar auf sehr tiefgründige Art und Weise, dann unterscheiden wir hier zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Und dann funktioniert das funktioniert aber im Buddha-Dharma nicht. Wer auch immer in Samsara geboren ist, ist ja eigentlich automatisch schon jemand, der glaubt. Der einzige Unterschied ist das Objekt unseres Glaubens.
Das unterscheidet sich von Wesen zu Wesen. Ich glaube aber nicht, dass wir jemanden finden können, der an nichts glaubt. Einen Nichtgläubigen. Aus der Dharma-Sichtweise gibt es eigentlich keinen, der an nichts glaubt. Gravity dang, energy dang, denzule, deba chigure. Kanda, niga deba imbala, chigware doa, ichi chibata. Da deba chesa di, gachi chung karele chigue, se de gawala sungi se di kebar tamjere. Manche zum Beispiel glauben an vergangene und zukünftige Leben, an Karma, Ursache und Wirkung, während andere an ihre eigenen Fähigkeiten glauben. Sie glauben an Erdanziehung, an Energie. Der einzige Unterschied ist das Objekt des Vertrauens. Aber die Tatsache, dass jeder an etwas glaubt, ist für alle gleich. Der Unterschied ist, worin wir unser Vertrauen oder worauf unser Vertrauen basiert. Lasso, dann also, deba se de la sum sum yore. Rwa. Kandechere sedi samala tini. Yi chebe deba. Tini tangwe deba. Debe deba sini. Wenn wir im Buddha Dharma das Wort Deba, Vertrauen, erklären, dann gibt es verschiedene Arten des Vertrauens in Bezug auf den Dharma. Das erste Vertrauen ist das inspirierte Vertrauen. Das zweite ist das Vertrauen, wo man sich etwas wünscht. Da die Deva ki Intensity di yora, di tis kebar yore. Bena tangwe Deva se di shira tempo yomare, kie lela po yore. Dini yichebe Deva se di nzu kie kale kapore la kie nani nipa chumbo shira yore. Also das zweite ist das sehnsüchtige Vertrauen, kann man sagen. Der Unterschied zwischen diesen drei Arten des Vertrauens bezieht sich auf die Intensität. Dieses inspirierte Vertrauen können wir relativ schnell, relativ einfach fühlen. Wir fühlen uns inspiriert von etwas. Aber dieses Vertrauen ist noch sehr leicht zu erschüttern. Das entsteht einfach, kann aber auch leicht wieder verloren gehen. Das letzte Vertrauen, dieses wirklich vollkommen überzeugte Vertrauen, dieses Vertrauen ist wirklich schwer zu erlangen. Wenn wir es aber erlangt haben, wenn wir dieses vollständige Vertrauen haben, dann ist es unerschütterlich. Es wird nicht mehr so leicht verschwinden können. Tak dega nasi ni tempat sih ki, kola, tini cuci ki pengen rawat ang, tinju susu ki, kalau kangsam je, go, te, semua tanyaon tu, tini semua tanwaj kiri kerawa, si, ya kala sambat rawat si, oh ti ngoni dani si, gaya si kerdu sam rawat si, kiri kerawa, tanwaj kiri kerawa, tela tini tanwit tebas lah. Wenn wir uns dieses Vertrauen genauer ansehen, diese Arten des Vertrauens, dann ist das erste das inspirierte Vertrauen. Zum Beispiel, wenn wir über die drei Juwelen hören oder lesen oder die vier edlen Wahrheiten oder den Nutzen, den wir aus der Dharma-Praxis ziehen. Wir hören von diesen Dingen, wir lesen drüber und wir fühlen Inspiration. Wir fühlen uns inspiriert dazu, diese Dinge zu erlangen. Ah, ich möchte das wirklich. Ich brauche diese Dinge in meinem Leben. Das ist die erste Art des Vertrauens, dieses inspirierte, lebendige Vertrauen. Dini nipa debi deva se di dega nasi sangi se ki kichu dinzu hago. Ani lakwar du pena tembashi ki kola lobjong jani. Gobi denpa se tinzu tarpa yimba tang, tingi tarpa yimba,
Dinzula Samlo Kondo, Tadi, Mone Dani, Inji Minji, Narangi, Top Gugudu, Topper Jigi in Sambe, Tini, Tots, Samba Shukcher Gigdua. Janchub Dan, Janchub Gigundan Lasopa, Rangila, Dub Gugudu, Top Gugudu, Duber Jigi in Sambe, Samba Shukchumbach Gibatilla, Debitabas. Das zweite Vertrauen, das Sehnsüchtige verdrehen, kommt daher, dass wir oder erlangen wir dadurch, dass wir diese Themen studieren. Zum Beispiel die drei Juwelen. Was sind die Qualitäten des Buddha? Was lehrte der Buddha? Wenn wir zum Beispiel die vier edlen Wahrheiten studieren, dann geht es hier auch um die Wahrheit vom der Beendigung und wir erkennen, dass das wirklich der beständige Zustand der Befreiung ist, die Befreiung, das Freisein von allem Leid und wir fühlen uns nicht nur inspiriert, sondern wir möchten diesen Zustand wirklich erlangen, dieser Wunsch, diese Sehnsucht danach zu praktizieren, damit wir diese Qualitäten der Erleuchtung erlangen können, die Qualität der Buddhaschaft. Wir sind wirklich bereit, diesen Pfad zu beschreiten. Denn da dini diese Dabu Dabu yore ine yang tangwe deba seri diese deba shukchungare debi deba seri tos shukchungbochimbare doa. Wir können also sehen, dass die ersten beiden relativ ähnlich sind. Aber dass das Vertrauen im zweiten stärker ist. Wir sind nicht nur inspiriert, sondern wir planen wirklich, wir möchten wirklich, wir haben den Wunsch, diese Qualitäten zu erlangen. Das heißt, die Intensität ist stärker. Da ich habe die Basedi, diese Kalle Kaboere, also Lobjon, diese Jang, und so so diese Jamso Langweina, Shini, Semla, Oni Resha, Samsamu, die Garisungoersen, Penada, Sangeki, Tawa kata ki chage shi sumirwa, tuje tamje mitakwa, saje tamje tungalwa, che tamje tongba tameba sumshaba dinzu, tizu lobjong chang, ani susu nyongwa le tsu jar yongdu, sanje ki sumshaba din, uni demba resha samsam dawuji. An diga nanshingi dini, demba shi dawu cha shaba ina, tungal di kunjung la teni jungire sumba tang, lam dum na kokwa topgire sumba dinzu, uni demba resha samsam dawuji, ta kandar, Gudegi, Delvala, Chidang Dang, Lagwardu, Dene, Dembashegi, Gudi, Pangna, Kunjung Pang Tugudu, Lamde Dumna, Goba Gajak Nal, Gangala, Top Tugudu, Sambig, same thing, confident Dang, Clarity Dang, Yichesi Libgrova. O Tende de Latini, Yichepi Depa, Sungur. Die dritte Art des Vertrauens ist nicht so einfach. Wir müssen studieren, wir müssen wahres Verständnis erlangen, müssen einiges verstehen. Erst dann werden wir dieses unerschütterliche Vertrauen haben, wenn wir studieren, wenn wir die vier Siegel des Dharma wirklich zu Herzen nehmen. Alle bedingten Phänomene sind vergänglich, alle getrübten Phänomene sind Leid. Es gibt kein existentes Selbst und alles ist Leerheit. Wenn wir studieren und nicht nur studieren, sondern wenn wir diese in die Praxis umsetzen und sie erfahren, wenn wir erkennen, ah, es ist wirklich wahr, denken wir zum Beispiel an die vier edlen Wahrheiten. Wenn wir sie studieren und diesen Punkt erreichen, wo wir wirklich sehen, wo wir so klar erkennen, dass es wirklich so ist, ja, es ist Leid. Und es entsteht aus den Ursachen des Leids, Karma und negative Emotionen. Wenn wir dem Pfad folgen, der Beendigung des Leids oder dieses Beendigen des Leids ist möglich, wenn wir dem Pfad folgen. Es gibt also Ursachen und Resultate. Wenn wir sehen, wenn wir die Verbindung zwischen den beiden sehen, wenn wir sehen, dass wenn wir die Ursachen des Leids aufgeben, dass wir dadurch durch dieses Aufgeben der Ursachen die Freiheit vom Leid erlangen können, wenn wir dem Pfad folgen, dann wird die Befreiung erlangt. Wenn wir das zu Herzen nehmen, dann ist das dieses Vertrauende, dieses ganz feste Vertrauen. Wir sind überzeugt,
Wir haben ganz klares Verständnis und Vertrauen in die Unterweisungen. Tadi, debaj, tadi ni padi cundus, cundus eh di tangan tu, tapi tu, cukup kuku tu sini, tadi ni debaj je naya. Lelo mampu ya na, tini sanyi dugiin, cema dugiin, kalle kalle dugiin sini ngaju lah dik doa. Tadi pece ngangce ngaran tu lamla shubi kansala yure. Tini yang kasih cini tadi susu lah kasan shubi nasin, giluk bil lelo dik cini tadi. Tangpuni gocuk matu batang, gocuk na yang dini, kanda gewa la, towa syuk cimbo, pel matu biatang, towa mebe ki lelo ki nyembo de la, gewa la, towe goni, syuk bi ki semjung de la, cundu yu sigari. Jetzt haben wir über das Vertrauen gesprochen. Und es gibt dann noch eine weitere Unterstützung des Geistes. Und zwar ist es die Ernsthaftigkeit. Durch Vertrauen sind wir inspiriert. Wir haben den Wunsch, uns am Pfad zu üben. Wenn wir es dann aber zu locker nehmen, zu leicht nehmen und sagen, ah, ich werde morgen praktizieren oder in ein paar Tagen. Wenn wir faul werden, dann werden wir nicht weiterkommen. Das heißt, wir brauchen Eifer. Ernsthaftigkeit. Und das ist etwas, das sich wirklich auf Dharma-Praktizierende bezieht, auf diejenigen, die den Pfad bereits betreten haben, die dann aber durch ihre eigene Faulheit, ihr eigenes ständiges Verschieben gestoppt werden. Wir sind faul auch in Bezug darauf, dass wir kein Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten besitzen. Wir glauben nicht an, dass wir wirklich praktizieren können. Durch Eifer können wir uns in Tugend üben. Enthusiasmus in der Praxis ist dieser Eifer. Chue di self-torturing do maim barwa. Dubgin la sem nang la chik. Chuei gatu chingro di la chundi segres. Di maandu uzu gyamni di ni self-torturing do shasong ayana di chundi matang batak res. Wenn wir den Dharma praktizieren, sollten wir uns nicht selbst quälen. Es sollte keine Übungen Selbstquälung werden. Es sollte eine freudvolle Angelegenheit sein. Wenn wir diese Freude nicht fühlen, wenn wir diesen Eifer nicht fühlen, wenn wir den Dharma praktizieren, dann zwingen wir uns selbst. Und das ist nichts anderes, als dass wir uns selbst quälen. Das ist kein Eifer. Eifer ist es nur, oder wirklicher, wahrer, authentischer Eifer ist es nur dann, wenn wir wirklich aus Freude und freudvoll praktizieren. Tang anzula, cundu mayuwe tang, lelo chenpa chaya de la, gimse mangpo yore, ina yang zuwa di gara resa na, tang unni dajur nye kaba seya de la samlo tang matu, yi machi. Tini, nipa di midakpa seya de la samlo tang matu, yi machi. Ta di nipu de la tini, nganzu magomba ina, tini, tingde, takzin di shuk chenpa ji lep yongde tini, lelo di wang tu shu du gu yore. Denken wir über Faulheit nach. Warum sind wir faul? Warum haben wir keine Motivation, den Dharma zu praktizieren? Das kommt zuerst daher, dass wir die Unterweisungen zum kostbaren menschlichen Körper nicht wirklich zu Herzen nehmen. Und vor allem, wie schwierig es ist, einen kostbaren menschlichen Körper zu erlangen. Und wir haben kein Vertrauen in Vergänglichkeit. Wenn uns dieses Verständnis fehlt, wie schwierig es ist, einen menschlichen Körper zu erlangen, wenn uns das Verständnis in Bezug auf die Vergänglichkeit fehlt, wenn wir uns an diese Sichtweisen nicht gewöhnen, dann bleiben wir hängen.
Wir glauben daran, dass alles beständig ist. Und aufgrund dieser Sichtweise, dieser Anhaftung, werden wir faul und verschieben unsere Praxis. Die, also Namba Sanje Begi, Namlin Nani, Midakwadi, Sanje Giyaya, Sungare, Tedi, Sanje, Yangele Debe Kapsule, Kongi Naranzu in the final word of the Yan, Yaranzu, Midakwadi, Sambotang, Koms, Digi, Tushala, Jumbala, Pingere, Shedan Jumbala, Pingere, Tini, Tundu, Mangojula, the Sedi Letangwala, Pingere, All in one key, Mensuraku Chagdwa, Unin Negatumbare. Speziell oder besonders die Unterweisungen zur Vergänglichkeit werden vom Buddha so sehr hervorgehoben. Sogar als der Buddha ins Parinirvana eingeht, sind seine letzten Worte oder beziehen sich seine letzten Worte auf die Vergänglichkeit. Er fordert seine Schüler dazu auf, weiter zu meditieren, weiter die Vergänglichkeit zu kontemplieren. Es ist wirklich diese eine Medizin, sagt Kempola. Die Medizin, die unsere Anhaftung bereinigen wird. Dieses Nachdenken über die Vergänglichkeit hilft uns dabei, unseren Zorn loszuwerden, unsere Wut. Es wird uns dazu auffordern, den Dhamma zu praktizieren, wird uns dazu inspirieren, ernsthaft zu sein, um die Anhaftung an dieses Leben loszuwerden. Alles ist also in diesen Unterweisungen oder in dieser Kontemplation zur Vergänglichkeit beinhaltet. Tatingsang azuki, kare yinaya, chik, appreciate je matube jirwa, kanga jirwa. Deya, midakwa di, sablo matong latin chungbare. Midakwa la samatang tuba yina, mone dane kerangi, each moment, each nima rere shindu, as a gechumbo tongre. De kyangba mare, kerangi kawala tawa yinaya, yingjebo tongre. 닝제보, 제보, 가르쳐 그러면. 야, 얼핏. Wir sind nicht in der Lage, Vergänglichkeit wirklich zu kontemplieren. Wir nehmen die Vergänglichkeit nicht zu Herzen und das führt dazu, dass uns die Wertschätzung fehlt. Wertschätzung im Leben. Wir schätzen nicht, was wir haben und es kommt daher, dass wir die Vergänglichkeit nicht verstehen. Wenn wir die Unterweisungen zur Vergänglichkeit wirklich zu Herzen nehmen würden, dann würden wir jeden Moment unseres Lebens wertschätzen, als wertvoll sehen, als wichtig sehen, als einzigartig sehen. Wir werden uns umblicken und sehen, erkennen, dass alles wunderbar ist, perfekt, so wie es ist. Dini, gechi shu di, kyorang ki, nga su misi la kange mangpo chik di, donglim, midakpa la donglim je ma tu ba, accept je ma tu, kange mangpo chik su gu yore. Midakpa la kyorang ki donglim je tu ba ina, kyorang ki kange gare ima yandi la donglim je tu bari. Dini, nipa di ngana su ina ta, Injikala maso, not being able to let go, segirwa, chik sumni degidwa, kange mangpuchi dini yungguyore. Di sumni degidwa, midakwa dila samlomutang matubu dini yungguyore. Am allerwichtigsten ist es, dass wenn wir unser Leben nachdenken, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, unser Leben betrachten, sollten wir sehen, dass so viele Probleme daher kommen, dass wir nicht in der Lage sind, loszulassen. Dass wir die Vergänglichkeit ständig ablehnen, uns nicht zu Herzen nehmen. Wenn wir die Vergänglichkeit nicht annehmen, sind wir nicht in der Lage, Dinge loszulassen. Wir haften an allem so fest an. Wir drücken, quetschen alles aus und halten so sehr fest. Aber das, genau das führt zu so großem Schmerz. 对对,
Peche nala dine sung yue. Midakpa la samlo tangni nishi kye bai na tangbo chwe la jubi gyu chik rees. Rwa? Nga ranzu chwe la karichini jugu yue ma reesu na midakpa di shiye ma dine rwa. Ta chikdeen kowa la kor dee dee. Dine bardu tsundru ki jok jeesu. Ta tangi shubha nashi nga ranzu chwe jubde da yue rdi tsundru ki yue ma reesu. Diyan midakpa la samlo ma tangni. Midakpa la samba tangtoba ya na tsundri kikira isi. Tama ishi tobi ki gyuji isi tini sumari. Ta chwe la chuk tsundri jeba ya na digi debuti ishi ngoto je togurwa. Tini midakpa ki tini pinye tango chwe la chubi gyuji. Bardu tsundri ki ndokji. Tama ishi chugu tobi gyuji isi tini sumari. Wenn wir gewiss erlangen würden, in Bezug auf die Vergänglichkeit, dann wird das zu einem großartigen Resultat führen. Und Dharma heißt es, dass die Reflexion der Vergänglichkeit dazu führt, dass wir zuallererst den Dharma-Pfad beschreiten, dass wir beginnen, den Dharma zu praktizieren. Weil wir Vergänglichkeit nicht verstehen, stecken wir in Samsara fest. Der Text, auch dieser klassische Text, beschreibt es folgendermaßen: In der Mitte wird uns die Kontemplation der Vergänglichkeit dabei helfen, unseren Eifer zu unterstützen. Ohne die Kontemplation der Vergänglichkeit werden wir uns selbst nichts mit dem Dharma auseinandersetzen. Wir werden keinen Eifer entwickeln in unserer Praxis. Und am Ende des Textes heißt es, dass aus der Verwirklichung der Vergänglichkeit Folgendes entsteht. Es ist unsere eigene Wachheit, unsere eigene grundlegende Natur wird dämmern. Basierend auf der Reflexion zur Vergänglichkeit, oder diese Reflexion ist am Anfang unseres Pfades, ist es wichtig, diese Kontemplation ist essentiell, während wir am Pfad sind, weil sie uns antreiben wird und uns inspiriert, Eifer zu entwickeln. Und am Ende wird diese Kontemplation dazu führen, dass unsere Wachheit, dass wir die Wachheit des Erwachen erlangen. Lasso, Tatirin Dordina, Anzu, Ta, Chö, Nyamlin, Jebala, Lamgi, Rimbadi, Haku kukwere. Ta dela tini dunsen namba nga yube nani tangbo lamgi ten se di shubi kaple. Ta de nani dirin kari shubare suna tini luiten dajur choke semden dela ta tepa tang zundu shirap sumbo di kukwere suni di shubare tini lama denzo mazu ta jema tun jema kina tini mitu nima shuins. Wir haben uns heute angesehen, was wir brauchen, um den Dharma praktizieren zu können. Wenn es um die Praxis geht, was sind die Ebenen des Pfades? Was müssen wir verstehen, wenn wir dem Pfad korrekt folgen möchten? Ich habe schon gesagt, dass wir uns diese Ebenen aus der Sichtweise der 5 Punkte ansehen werden, wieso, wie sie im Mahamudra-Wunschgebet erklärt werden. Und heute haben wir schon den ersten Punkt begonnen, die Unterstützung für unseren Pfad. Und wir haben uns diese beiden Arten der Unterstützung angesehen, die Unterstützung des physischen Körpers. Wir haben über die 18 Freiheiten und Vorteile des kostbaren menschlichen Körpers gesprochen. Und wir haben die Unterstützung des Geistes. Und die besteht aus Qualitäten, die Schüler brauchen: Vertrauen, die verschiedenen Arten des Vertrauens, Eifer und Weisheit. Und wir werden in den folgenden Dharma-Sitzungen damit weitermachen. Was heute wirklich besonders wichtig ist, ist, dass wir alle über die Vergänglichkeit kontemplieren müssen. Wir müssen reflektieren darüber, wie die Dinge sind, wie sie sich verändern.
dass alles vergänglich ist. Wir müssen diese Unterweisungen wirklich zu Herzen nehmen. Janju Simju Rinpoche Magye Panam Gigurinche Kepa Nyambara Mebayang Gongne Gongdun Pelavarai Shou.